So, hallo zu meinem Raid-Bericht Moshok Heroisch. Und wir schalten auch direkt rein und gucken, wie wir das damals gelöst haben. So, direkt zum Pull. Hier aus Melee-Range, aus Sicht meines Todesritters. Wichtig ist bei dem heroischen Kampf hier, dass Moshok nicht halt nur mehr Leben hat, sondern dass er sich, wie wir gleich sehen werden, jetzt in zwei Hälften teilt. Und so der gesamte Raid in zwei Fünfergruppen zerrissen wird, die ihren eigenen Boss quasi down machen müssen. Auch wichtig ist, dass hier das Stampfen, das verteilt sich auf mehrere Charaktere in der direkten Reichweite beim Tank. Von daher muss auch immer ein Melee dabei stehen, das bin in dem Fall ich, um die Schläge dann dementsprechend abzufangen. Also gleich kommt wieder ein Stampfen. Und jetzt müssen wir zu dieser Kugel laufen, die würde wachsen. Je größer sie wird, desto mehr Schaden würde sie machen. Deshalb schnell hinlaufen. Der Irene Vortex, dasselbe wie auch schon im LFR. Einfach rauslaufen aus der schwarzen Suppe. Die Ranged-DDs können jetzt weiter draufholzen. Und ich starte eigentlich in dieser Phase eigentlich immer meine Ghoul-Armee. So, die Ghoul rennt schon los. Ich kann es leider nicht, denn sonst würde ich sterben. Also feuer ich ein paar Defcoils drauf und alles, was ich sonst noch so habe. Krieger können jetzt auch ihren Waffenwurf benutzen. Jetzt geht das ganze Spielchen von vorne los. Im Hintergrund sieht man vielleicht auch noch schon die zweite Gruppe da. Zumindest die Füße von dem zweiten Morshock. Allgemein betrachtet ist der Kampf relativ einfach. Man muss die beiden halt richtig weit auseinander ziehen. Das Stampfen muss ein Melee abfangen. Oder auch von mir aus ein Heilpaladin. Wieder hier BAM. Jetzt hatten wir schon lange keine Kugel mehr. Ah, da ist sie ja schon. Jetzt warten wir halt erst nochmal ein Stampfen ab. Dieses hier. Und jetzt wird halt hingelaufen. Morshok wird während des Kampfes auch noch wesentlich kleiner. Man könnte sagen, wir hauen ihn die Steine aus seinem Körper raus. So, wieder der Irene Vortex rauslaufen. Und dann ist das fette Vieh auch fast schon platt. Wieder angerannt. Was auch noch zu sagen ist, beide Morshoks haben einen Lebenspool. Sprich, es ist egal, ob welchen Schaden gemacht wird, beide gehen gleichzeitig down. Jetzt sollte er gleich auch schon liegen. Ja, da liegt er. Loot gibt es übrigens nur beim Linken. Das heißt, alle, die jetzt hier rechts gekämpft haben, müssen einmal quer durch die Pampa rüberreiten, um sich ihre Sachen abzuholen. Wahrsager-Rune ist zum Beispiel immer drin. Und ansonsten, ja, hier jetzt, was war drin? Platte und Kette. Leider nichts für mich, da Tankplatte. Trotzdem schöner 2.